Quatsch mal mit ihr. Gesegnete Mara, warum geschieht das? Was haben wir getan, dass wir all das verdienen? Ihr solltet besser gehen. Die kommen sicher jeden Augenblick zurück, um noch mehr Geld von mir zu verlangen. Ich bin hier, um zu helfen. Ihr müsst die Leute dieser Stadt überzeugen, Termin Selan zu folgen. Seid ihr verrückt? Selan möchte, dass die Leute aufstehen und kämpfen. Das wäre Selbstmord. Und doch drangsalieren die Rotkrähen mich jeden Tag und verlangen immer mehr Gold. Oh nein. Ich glaube, jetzt höre ich sie. Ich höre nichts. Wenn ihr ihnen die Stirn bietet, wird das ein Vorbild für den Rest der Stadt sein. Ihr denkt wahrscheinlich, dass ich nur eine Närrin bin, die hinter jeder Ecke Rotkrähen vermutet. Aber diese fiesen Banditen sind grob, gierig und gefährlich. Ich will nicht verarmt und mittellos enden. Na dann, wie wär's, wenn ihr Tamir Selan will helfen, so wie ich, aber ihr müsst euch euren Teil für uns erledigen, ne? Eure Hilfsbereitschaft beschämt mich. Ihr habt recht. Ich muss stark sein, wenn wir uns jemals wieder sicher fühlen wollen. Ich werde einen Weg finden, euch und Selan zu helfen. Ich kann die Kunde weitertragen, dass wir uns wehren werden. Alles klar. Dankeschön und Tschüsschen. So, haben wir die erstmal überzeugt, okay. So, da können wir helfen. So. 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 So, ihr seid auch frei. Tschüss. Ich schulde euch etwas. Jupp, das finde ich auch, dass ihr uns was schuldet. Das ist nicht gerade. So, flankieren. Weil dir dein Vollstreckerfreund so gut geholfen hat. So. Rohlederschoner. Cool, cool, cool. So, haben wir den auch schon befreit. Dann haben wir drei, richtig? Es ist eigentlich relativ egal, wem wir helfen. Aber er geht nach da oben. Dieses Dorf gehört jetzt den Roten. Das ist vielleicht besser, wenn wir denen hier ein bisschen helfen. So. So. Eisenaxt. Alles gut bei euch, oder? So, haben wir diese Mission nämlich auch mal eben noch schnell beendet. Dann können wir jetzt zu den Kollegen gehen und die abgeben. Und dann haben wir die nämlich... Wer ist er denn? Ah, da ist er doch. Habt ihr diesen Rotkrähen eine Lektion erteilt? Die Vollstrecker der Rotkrähen sollten diesen Leuten keine Probleme mehr machen. Ich weiß nicht, was mit uns los war. Wir sind Bergvolk und Minenarbeiter. Wir sollten uns nicht so leicht einschüchtern lassen. Ihr habt uns unseren Mut zurückgegeben. Vielen Dank. Bitte, bitte, bitte. Quest abschließen. Haben wir dies erledigt und dann können wir eben zum anderen Kollegen gehen und ihn davon Bericht erstatten, wie sich der Rat entschieden hat. Und das ist natürlich super, denn sie wollen uns helfen. So, dann müssen wir hier eben rein. Nee, 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 nee. So, guten Tag. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass die Leute den Gedanken akzeptiert haben, sich gegen die Rotkrähen zu wehren. Die schlechte Nachricht ist, dass die Rotkrähen es gemerkt haben. Die Ratsherren unterstützen den Widerstand. Genau das haben wir gebraucht, damit die Leute Mut fassen. Jetzt kann der Widerstand daran arbeiten, die Rotkrähen loszuwerden. Quest abschließen. Jeder, der sich Sternis Gaevis entgegenstellt, endet in den Minen von Kreuzgrad. Dort unten schuftet er seine Gefangenen zu Tode.
Wir müssen die Minen schließen und den Rotkrähen diese Ressourcen nehmen. Erzählt mir von den Minen. Die Rotkrähen haben die Kontrolle über die Mine übernommen, als sie hier ankamen. Sie lassen die Minenarbeiter Tag und Nacht schuften. Und sie benutzen die Mine auch als Gefängnis für jeden, der Ärger macht. Ratsherrin Lia, Suriel der Schmied und Len der Wirt wurden alle in die Mine geschickt. Soll ich sie da rausholen? Das wäre hervorragend. Wenn ihr Len, Suriel und Ratsherrin Lia befreien könntet, würde die ganze Stadt neuen Mut schöpfen. Lasst die Leute wissen, dass wir Widerstand leisten. Helft vielleicht auch einigen der Minenarbeiter. Dann trefft mich hinter dem Gasthaus, sobald ihr fertig seid. Ich kann das machen. Sprecht mit allen Minenarbeitern, an die ihr nahe genug herankommen könnt, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Lasst die Leute wissen, dass wir Widerstand leisten. Oder tötet einfach die Rotkrähen in der Mine. Die Minenarbeiter werden zu entkommen versuchen, wenn ihr den Weg für sie freimacht. Ich werde tun, was ich kann, um in der Mine zu helfen. Eure Taten werden die Stadt neuen Mut fassen lassen, dessen bin ich sicher. Ich habe gehört, dass ihr mit Marend Ergent gesprochen habt. Das heißt, dass wir bald noch mehr starke Hände haben werden, die uns beim Vertreiben dieser boshaften Schurken helfen. Leb wohl, ja. Ich gucke, wie gut ich euch helfen kann, ne? Also, es hängt auch von dem Gold ab, was ihr dann hier abdrückt, ne? Also, nichts ist umsonst, auch nicht für euch. So, wo muss ich denn hier hin dann? So. Lacht. So, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Wachhauptmann. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Mine auch da in der Nähe. Okay, ich dachte, ich könnte jetzt hier noch so durch. Aber anscheinend nicht. So. Jetzt haut sie ab. Lass mich veräppeln. So. Haben wir dich auch. Wo muss ich denn hin hier? Auf dem Berg oder was? So. Oder einfach hier runter. Zack. 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 Und dann hier geradeaus. Hä? Ich weiß nicht, warum jetzt meine Lebensanzeige angezeigt wurde. Ich dachte, wird angegriffen, aber anscheinend nichts. Anscheinend ist das doch dann nicht der Fall. Also hier so. Ach so. Wo kommen wir denn da hin? Sturmhafen. Sehen wir da jetzt eine neue Stadt? Bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier zu Gesicht bekommen. So. Ach so, und dann können wir hier weiter zum Wachhauptmann. Haben wir. Oh. Geht. Findet den Hauptmann. Wenn ich mich erholt habe, reise ich nach Köglin in Sturmhafen. Alles klar. Dann mach das, wenn du dich erholt hast. Können wir da oben rein? Ah, Wachturm. Können wir uns bestimmt gleich auch mal ein bisschen umsehen. Sind die alle tot, oder? Weil der hat hier seine Augen noch offen, liegt hier so. Der andere ist am rumwackeln. Die hier nicht so. Die sind, denke ich mal, tot. Außer der nette Herr Thomas. Oh, Level 17 Volt. So. Wow, oh, 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 die scheinen sehr stark zu sein. So. Haben wir dich auch. Hihihi. Eisendolch. Ich würde schon gern mal wieder nur eine Einhandwaffe haben. Dumm, 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 dumm. Zweihändig. Auch zweihändig.
Und dieses einhändig, richtig? So. Oh, einhändig, das finde ich schon ein bisschen, boah, nur ein bisschen besser. So, dann nehmen wir die natürlich mal eben hier in der Hand. Hier ist Eisendörchen. Haupthand, ah, guck mal. Guck mal an, was ich da jetzt gesehen habe. Ist aber, das haben wir jetzt aber noch nicht, lange, ne? Also auf Reserve würde ich dann so machen, so. Aber wie aktiviere ich die Reserve? Das möchte ich auch gerne mal dann wissen. So. Wie ich dann die... Ach cool. So. Ah, guck mal. Er schmeißt ja auch noch mal was. So. Können wir dann auch mal den Bogen ausprobieren? Cool, also wenn ich dann nach links drücke, habe ich meine Schwerter. Und so, dann den Bogen. Sehr nice. Das freut mich richtig, richtig. Kriegt auch mal einen im Kopf. So. So können wir ein bisschen besser agieren. Können wir schon vorher aus der Ferne ein bisschen mehr Schaden verursachen und dann selber weniger abbekommen. Das finde ich sehr nice und direkt umswitchen auf unsere Zweihandwaffe. Auf unseren Dolch. Finde ich schon sehr nice. So. Level 3 mit Bogen. Ey, verpiss dich doch nicht. So. So. Eisendolch, den kannst du ruhig gerne mal behalten. Oh. Ich möchte jetzt hier nicht immer nur durch. So. Das kann natürlich auch ein bisschen was schmeißen und Ende. So, da haben wir den. Komm, dann können wir den da beim... Ich würde aber gerne mal wissen, wie ich denn so eventuell ranzoome. So. Ja, das ist cool. Also das gefällt mir jetzt richtig, richtig. Ich glaube, das haben wir mit dem letzten... Levelaufstieg noch bekommen dann. Dass wir das jetzt hier so machen können. Mit dem Switchen. Oh, die Tomaten wollte ich gar nicht mitnehmen. Das finde ich dann schon richtig, richtig nice. Das gefällt mir richtig. So, hier sollen wir uns irgendwie umschauen. Und hier soll irgendwo... Was? Ach, guck mal. Meine Diener, das sind für Pimpfe. Tot? Sterbt ihr nicht endlich? So. Den holen wir uns. Mit unserem Kollegen hier zusammen. Nee, das finde ich schon super. So. Haben wir den auch. Gold. Granatring kannst du mal behalten.
Hauptmann liegt sich windend am Boden. Albtraumfeuer strömt von den Feuerschalen zu seinem kämpfenden Wesen hin. Und jetzt? Achso. Zack. Ihr wagt es euch mit den überirdischen Träumern anzulegen. Kostet die Flammen des Vergessens. Haben wir das nicht gerade schon gemacht? Geht, meine Diener, seht Tod und Zerstörung. Warum sterbt ihr nicht denn? Warum sollen wir sterben? Und da ist er. So, müssen wir den auch nochmal eben separat fertig machen. Ja, ich benutze jetzt ein bisschen den Bogen. Dann können wir den jetzt auch nochmal eben so ein bisschen leveln. Alter, geil, neue Rüstung. Das finde ich sehr nice, das schmeiße ich weg. Die Tomaten schmeiße ich jetzt mal eben weg. Das schmeiße ich auch mal eben weg. Alter, wie geil ist das denn? Eine blaue Rüstung. Cool. Können wir ihn jetzt mal befreien? Hauptmann Jarek wachrütteln. Hauptmann Jarek beginnt sich zu regen. So, aber ihr... Was ist passiert? Okay. Ich muss nach Köglin. Wir treffen uns dort. Jupp. Er ist immer noch so mit Geister hinten befallen. Ich guck mir jetzt nochmal eben die Rüstung an. So, da, der Torso. Okay, leichte Rüstung ist das. Gewährt 135 maximales Leben. Erhöht den Effekt von Rüstungsverzauberung um 14%. Okay. Sieht auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Aber dann haben wir natürlich nicht mehr so eine hohe Rüstung. Aber wir sind schneller, beweglicher, agiler. Merkt man schon so ein bisschen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play The Elder Scrolls Online. Ich hoffe, es hat euch Bock gemacht zuzuschauen. Und dass ihr beim nächsten Mal eventuell wieder einschaltet, würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Tschüss, bis dann, euer Games.